Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute zu Gast der Benutzer Shabel Szczeszynski. Ich habe das vermutlich falsch ausgesprochen. Stell dich doch mal vor. Also mein Nickname ist Szczeszynski, tatsächlich. Und ich bin Architekt vom Beruf. Ich bin 86 Jahre alt. Also wahrscheinlich der älteste noch aktive Wikipedianer. Ist gut möglich, in ja. In Polen und vielleicht auch in Deutschland. Und das wäre alles. Das ist schon super. Das heißt, 1931 geboren. Ja. Das alles steht auf meiner Autorenseite. Ah ja, in Lwów geboren, in Lemberg. Das heißt, du warst 41... Aber das war damals polnisch. Das war damals polnisch, im Jahre 31. Mhm. Und jetzt ist es ukrainisch. Ja, es ging so ein paar Mal hin und also, her. Ne? Also 39 wurde sowjetisch und jetzt ist es ukrainisch. Ging so ein paar Mal hin und her in der Geschichte. Ja. Also die Stadt selber, habe ich irgendwie in Erinnerung, war überwiegend polnisch und jüdisch, aber in den umliegenden Landkreisen waren überwiegend ukrainische Bevölkerung. Ja, es stimmt. Ja. Na, ich habe so ein bisschen mich dafür interessiert, wie das Völkergemisch, weil der Großvater meiner Frau auch aus der Gegend ungefähr stammt. So genau weiß ich jetzt nicht. Und ich ihn ausgefragt habe über das Verhältnis der verschiedenen Bevölkerungsgruppen damals. Und er meinte, die haben sich alle gehasst. Ja, also meine Eltern waren in Czernowitz geboren, in der Bukowina. Also es waren österreichisch-ungarische Staatsangehörige und haben in deutschen und österreichischen Universitäten studiert. Und ich wurde in Lemberg natürlich als Pole geboren, aber ich wurde zuerst Hans gerufen, nicht Jan, sondern Hans. Und Jan bin ich erst nach dem 1. September 1939 geworden. 1. September 1939, nach Kriegsanfang haben sich... Nach Kriegsanfang. Haben sich deine Eltern... Ist es umgetauft oder ist es der Taufname? Nein, einfach, ich wurde als Johannes getauft. Also Jan. Ja. Und, aber waren immer Hansi. Welche Sprache wurde denn zu Hause gesprochen? Also, die Eltern sprachen untereinander Polnisch, aber sie zankten auf Deutsch. Wieso auf Deutsch? Gab es deutsche Wurzeln, oder? Ja, also meine Mutter war Österreicherin. Das Habsburger Reich hat schon noch nachgeklungen zu der Zeit, oder? Was bitte? Das Habsburger, die österreichisch-ungarische Monarchie, hat da schon noch nachgewirkt, so vom Selbstverständnis. Also... Mein Großvater war Hauptmann der österreichischen Armee und übrigens Inhaber einer deutschsprachigen Zeitung. Also ich war immer von Geburt an sozusagen zweisprachig. Polnisch und Deutsch. Und nach 39 noch kam dazu noch Ukrainisch und Russisch. Ich spreche noch immer fließend Russisch. 39 war der Kriegsanfang, da warst du 8 Jahre alt, also warst du schon eingeschult. Also ich kam in eine
sowjetische Schule. Sowjetische? Da war Polnisch unterrichtet, aber mit ukrainischer und russischer Pflichtsprache. Mhm. Ach, es wurde aber auf Polnisch unterrichtet. Ah ja, okay, aber man musste zusätzlich ukrainisch und russisch noch lernen. Jawohl. Aha. Und war das eine, gab es so eine polnische Schule oder war das allgemein dann schon das Unterrichtswesen? Das war eine sowjetische Schule, mhm. also eine staatliche Schule. Ach so, okay. Weil, ich gucke gerade nochmal in die Geschichte rein. Nee, es war... Und ich war bis 45 war ich ein Sowjetbürger, formell. Mhm. Und dann wurden wir 45 rausgeschmissen. Also nochmal, am 1. September 1939 hat ja Deutschland Polen angegriffen. Die Deutschen haben auch Lwów eingenommen. Und ist dann aber nach Nein, sie kamen in Lemberg nicht. Dort kamen die Sowjets. Genau, die haben das nach dem Hitler-Stalin-Pakt, haben die Sowjets das übernommen. Ah ja. Hast du da noch Erinnerungen dran? Ja, natürlich. Das kann ich mir ganz gut noch erinnern. Wie hat man das als Kind wahrgenommen? War das eine Terrorzeit oder war das einfach interessant? Oder? Noch angenehm war das sicher nicht. Hm. Und dann 2 Jahre später kamen die Deutschen. Und 41, Und sie haben vergessen, meinen Vater zu erschießen. Mhm. Im Lemberger Professorenmord. Ah ja. Da haben sie etwa 30 polnische Professoren erschossen. Mhm. Und mein Vater hat überlebt. Durch Zufall, oder? Vielleicht nur Zufall. Aber seine Kollegen wurden ermordet. Ja, furchtbar. Aber der Vater kam nur glücklich. Nur ein deutscher Soldat hat ihm eine goldene Armbanduhr geraubt. Mhm. Ein Kulturträger. Und ging die Schule weiter? Oder gab es richtige Krieg? Nein, es gab schon keine Schule. Aber ich hatte zu Hause Meyers Lexikon und ich las einen Band nach dem anderen und lernte das Meyers Lexikon. Mhm. Und dann wurdet ihr mit Kriegsende vertrieben aus Lemberg? Sie wurden vertrieben, kamen zuerst nach Krakau und dann nach Warschau. Dann wurde mein Vater Professor an der Warschauer Universität. Ihr wart, also ethnisch wurdet ihr als Polen angesehen. Das spielt ja damals auch noch eine Rolle. Ich meine, es gab Pogrome auch in der Nachkriegszeit. Gegen die Ukrainer wurde in Polen vorgegangen, gegen die Polen wurde in der Ukraine vorgegangen. Also es war schon auch noch eine rassistisch bestimmte Zeit, auch eine Nachkriegszeit, noch bis in die 50er Jahre hinein. Naja. Und in Polen bist, das war 46, da bist du dann wieder zur Schule gegangen und hast vermutlich auch studiert? Ja, natürlich, bis zur Abitur, dann habe ich Architektur studiert und dann war ich Architekt. Und wo studiert? In Warschau. An der Universität in Warschau. An der Technischen Universität. Mhm. Am Polytechnikum. Aber Deutschspruch durftest du nicht mehr sprechen zu der Zeit. Nein, die deutsche Sprache war sozusagen verpönt. Mhm. Und du hast dann als Architekt gearbeitet in Polen? In Polen, nicht nur in Polen. In Berlin habe ich ein Jahr gelebt und in Strausberg eine PKW-Service-Station gebaut. Wann war das, als du in Berlin gelebt hast? Das war kurz vor der Wende.
Also 88, 89. 88. Ich habe doch die Wende erlebt und, ah, ja, und bin nach West-Berlin an der Weidendammer Brücke durch ein Loch gekrochen. Aha. Am Schiffbauerdamm. Du hättest doch als Pole auch schon vorher rübergehen, über die, nach West-Berlin. Ja, ich konnte legal nach West-Berlin kommen. Mhm. Und ich kam oft samstags nach West-Berlin, um die Schallplattengeschäfte zu besuchen. Mhm. Ich kaufte mir CDs der klassischen Musik. Ach, klassische Musik, hätte ich jetzt als nächstes gefragt, was für Musik. Aha. Was hast du gebaut, sagst du, eine PKW-Station? Was ist das? Kann man das nicht vorstellen? In Strausberg? Eine PKW-Service-Station, wo die Autos repariert werden. Ah, also eine Werkstatt. Eine Werkstatt. Und man kann sie vom Google Earth sehen. Ah, kannst du da, weißt du die Adresse noch, in welcher Straße das war? Ich konnte mir vom Himmel meine Station anschauen. Aha. Und wie kam das, dass du in Deutschland gearbeitet hast? Meine Firma hatte einen Auftrag aus Deutschland, aus der DDR. Und ich habe auch ein Jahr in Afrika gearbeitet. Aha, und wo da? In Libyen. Ach, in Libyen. Okay, wann war das? Das war etwa im Jahre 80 oder sowas. Mhm. Und was hast du da gebaut? Dort habe ich eine Moschee gebaut. Mhm. Mit einer schönen Kuppel vermutlich. Ich hoffe. Er hätte ja auch sein können, dass es eine andere Art von Dach ist, aber Kuppel ist ja immer sehr anspruchsvoll. Und was hast du in Polen gemacht? Das waren ja jetzt vor allem Zweckbauten? In Schule, ich baute in Polen vor allem Schulen. Mhm. Etwa 30 Schulen habe ich gebaut. War das so ein also in der DDR gab es einen Typ Schule, der dann nur noch gebaut wurde, habe ich so den Eindruck. Waren das in Polen unterschiedliche Schulen? Also man baute die Volksschulen nach einem unifizierten Typ meistens, aber ich baute Berufsschulen. Mhm. Da war jede Schule anders. Ach so. Also kein langweiliger Job. Natürlich. War schon anspruchsvoll. Jetzt sehe ich, dass du 2009 zur Wikipedia gekommen bist. Ist das richtig? Oder warst du vorher schon da tätig? Ich vor 8 Jahren, das war glaube ich 2009. Einfach jemand hat mich aufmerksam gemacht, dass die Seite meines Vaters fehlerhaft ist, dass da Unsinn steht. Mhm. Da habe ich reingeschaut und die Fehler korrigiert. Mhm. Dann habe ich Seiten über andere Physiker, andere polnische Physiker geschrieben, auf Polnisch. Und dann die gleiche Seiten auf Deutsch. Und dann bin ich schon ganz reingefallen. Dann warst du schon süchtig. Ja. Das ist das richtige Wort. Und wie ist das, also woher kommt diese, oder was gibt dir das? Was ist deine Motivation, da in der Wikipedia zu schreiben? Ich bin seit 21 Jahren Rentner. Mhm. Als Rentner muss man etwas Vernünftiges tun. Man kann nur nicht so leben, tatenlos. Man müsste etwas Nützliches tun.
Ich glaube, meine Arbeit ist nützlich. Das sind schon über 2000 Artikel. Ja, ich habe gerade mal geschaut, in der polnischen Wikipedia hast du 18.700 Mal was gemacht, auf der deutschen 17.500 Mal, auf Commons 15.000 Mal, du fotografierst auch. Ja, aber jetzt fotografiere ich nicht mehr. Ich bin zu einfach, zu alt, zu schwach. Ich habe schon keine Kraft, in der Kamera herumlaufen. Aber das ist toll, dass du vor allem Architekturfotos, wenn ich das richtig sehe. Ja, natürlich. Das ist logisch. Ist logisch aus deinem Berufsleben heraus, ja. Was meinst du zu, also Warschau es hat ja auch eine besondere Baugeschichte. Du lebst ja nun schon seit als Kind da. Also ich war zweimal dort und war sehr beeindruckt von diesen rekonstruierten oder nachgebauten Häusern. Ich weiß nicht, ob man rekonstruiert sagen kann, weil die ja wirklich, wo leere Fläche war, wurden dann originalgetreu die alten Gebäude wieder errichtet. Und dann die Mischung mit diesem großen Wissenschaftsturm oder so, Hochhaus, ich hab den Namen vergessen. Diese Stalin-Architektur. Ja, im Jahre 53 haben die Russen das gebaut. Ach, die Russen Als selber. Geschenk für das polnische Volk. Und das steht jetzt in der Mitte von Warschau. Aber jetzt wird es schon von anderen Hochhäusern überragt. Jetzt gibt es so viele Hochhäuser, dass einfach verschwindet. Und wurde das, also als Geschenk, wurde das wirklich angenommen oder war das ein Zeichen der Unterdrückung? Aber das war ein offiziell hieß das Denkmal der sowjetisch-polnischer Freundschaft. Aber es war eine Nachahmung der Moskauer Hochhäuser. Nur mit einigen Elementen der polnischen Renaissance-Architektur. Also Also Kulturpalast heißt das Gebäude, ja. Kulturpalast. Ja. Es gibt ja in Berlin mit der jetzigen Karl-Marx-Allee auch so ein Großbaustelle mit stalinisch Architektur, aber die ist von Deutschen gebaut worden. Von Architekt Ja, aber Henselmann. Fällt aber in dieselbe Zeit, so. ich glaube, das ist ein Kuriosum und sollte als ein Kuriosum bleiben, ein Denkmal dieser Epoche. Was meinst du architektonisch zu dem Gebäude oder zu diesem Stil? Also, das ist ein Beispiel des sozialistischen Realismus, wie das offiziell hieß. Also ein Eklektismus, alles zusammengeführt. Hauptsache irgendwie hübsch, sozusagen. Komisch. Komisch, ja, eigenartig, so, ja. Ja. Wie ein Märchenschloss. In Berlin, Aber die Touristen kommen und staunen. ja, in Berlin, die damals diese Stalinallee, jetzt Karl-Marx-Allee, Verlängerung Frankfurter Allee, die Wohnungen sind sehr beliebt, die da drin sind, weil die relativ über die groß sind und abwechslungsreich. Und die Touristen kommen auch, weil das halt so eine ganz eigene Atmosphäre hat, die Straße. Bin erst. Also, wir haben in Warschau noch einen Wohnviertel im sozialistischen Realismus gebaut. Der Marshall-Wohnviertel. Und ist jetzt als Baudenkmal eingetragen worden. Also die Architektur der stalinistischen Zeiten wird ja schon als
Baudenkmal eingetragen. Ja, in Berlin auch. In Berlin ist noch interessant, dass zur gleichen Zeit in der Nähe des Zoologischen Gartens im Hansaviertel heißt es, glaube ich, Hansaplatz, da sind Hochhäuser errichtet worden, genau zur gleichen Zeit. Das ist ein krasser Gegensatz zwischen diesen großen Kuben in West-Berlin und dieser eklektizistischen Architektur in Ost-Berlin. Aber es gab einen Plan, daraus ein gemeinsames UNESCO-Weltkulturerbe zu machen. Weil es eben aus der gleichen Zeit kommt und die Gegensätze auch der politischen dann da angaben. Was meinst du zu der der Nachwendearchitektur in Warschau? Also jetzt baut man so eine ganz normale Architektur. Bei uns bauen auch die Architekten vom Westen, dann Foster und Liebeskind. Die bauen in Warschau. Hier jetzt sehe ich von meinem Fenster ein Hochhaus von Daniel Liebeskind. Es steht gerade vor meinem Fenster. Und in sozialistischen Zeiten in Polen, also dieses Nachbauen der historischen Architektur, die zerstört wurde, ist ja eine polnische Spezialität. Noch, also nach dem Krieg war alles zerstört und die Polen wollten wieder das haben, was sie vor dem Krieg gehabt haben. Also, das war die Sehnsucht nach der Vergangenheit. Man wollte retten, was noch zu retten war. In der DDR wurde großflächig abgerissen. Das habe ich auch, und das habe ich auch Ja, in Westdeutschland auch gesehen. aber in Polen wurden mit sehr viel Liebe wurden die alten Häuser wiederhergestellt. Ja, wie kam es dazu? Der alte Marktplatz, die Kathedrale, die war ja ganz von den Nazis in die Luft gesprengt und wurde wieder aufgebaut. Wie kam es zu dieser, also ist ja großartig, dass es dieses Geschichtsbewusstsein gab. Das hat offensichtlich in der DDR wie auch in der Bundesrepublik Deutschland gefehlt. Ja, ich glaube auch. Wie kam es, dass es in Polen anders war? Also zum Beispiel, wir haben das Königsschloss, das vor den Nazis ganz in die Luft gesprengt war. Wir haben das Königsschloss ganz wieder aufgebaut. Und jetzt wird in Berlin das Stadtschloss rekonstruiert. Sozusagen nach dem Warschauer Vorbild. Und das Warschauer Königsschloss, was wird das genutzt jetzt? Jetzt ist es ein Museum. Ach, ein Museum. Ach, es wurde in Berlin ist es ja nur die äußere Fassade, die wiederhergestellt wird, während innen drin das Humboldt-Forum entsteht, auch ein Museum. Ja, das Ethnologisches weiß Museum. ich. Ein ethnografisches Museum, glaube ich. Ein ethnografisches, ja, genau. Du warst ja als Architekt im sozialistischen Polen gelebt. Wie kommt es, dass dort Kirchen und historische Rathäuser und Königsschlösser wiedererrichtet wurden? Hat das mit dem Versuch eben der Schaffung eines Nationalbewusstseins zu tun, dieses Bezug auf die Piasten beispielsweise? Also, das Königsschloss war, ich glaube, 1954 in die Luft gesprengt worden und war als ein Ruinenhaufen bis 1970 erhalten.
Und die kommunistischen Herrscher wollten das nicht wieder aufbauen. Und dann kam zum Machtwechsel, da kam der Edward Gerek zur Macht, der Kommunistenführer aus Schlesien. Und er wollte den Warschauern ein Geschenk machen. Und er hat befohlen, das Königsschloss soll wieder aufgebaut werden. Also war ein Geschenk für die Warschauer. Und Gerek war überhaupt sehr beliebt. Er hat viel Gutes für die Polen getan. Er hat eine Autobahn nach Katowice gebaut, eine neue Eisenbahnmagistrale. Das alles hat viel gekostet und dann war er nach 10 Jahren total pleite, finanziell. Und Polen war überall verschuldet. Aber was gebaut wurde, das ist geblieben. Wie hast du die Wendezeit erlebt? Also diese, der Ausnahmezustand des Aufkommens von Solidarność, wie hast du dem gegenübergestanden? Man musste einfach weiterleben. Wir haben keine Möglichkeit, sich zu wehren. Überall standen Tanks und Soldaten waren überall. Das Volk war einfach sozusagen erstarrt. Das Geist, aber jetzt mal so Richtung Wikipedia wieder zurück, das Geistesleben war ja immer sehr reichhaltig in Polen. Es gab auch eine polnische Enzyklopädie, soviel ich weiß. Ich glaube sogar mehrere, glaube ich, ne? Also gedruckte Enzyklopädien gab es auch in polnischer Es Sprache. gab eine polnische Enzyklopädie in 15 Bänden. Sie steht hier gleich hinter meinem Rücken. Neben dem Meyer-Lexikon. Und wie ist das heute? Gibt es auch noch, wird in Polen immer noch eine Enzyklopädie aufgelegt? In Deutschland sind ja die großen Ich Enzyklopädien alle. glaube, jetzt sind schon alle Enzyklopädien überholt. Ich glaube, dass sogar die britische Enzyklopädie wird nicht mehr gedruckt. Gedruckt wird sie nicht mehr. Online ist sie aber noch verfügbar. Ja. Und es ist in Polen dann wahrscheinlich genauso, dass dort Google und Wikipedia stattdessen benutzt werden. Jedenfalls für allgemein Wissen. Ja, also, wenn ich etwas suche, dann suche ich nicht in der Enzyklopädie, die ist schon völlig veraltet, sondern in Google. Da bekommt man sehr schnell die Antwort und man kann wählen zwischen vielen Antworten. Genau. Was sich aber gehalten hat, sind Speziallexika. Also Architekturlexikon, Biologielexikon. Das gibt's in Polen auch noch, oder? Aber ich bin schon seit 21 Jahren Rentner und jetzt brauche ich schon praktisch nichts. Ah, okay. Bin Ja. schon nicht im Betrieb. Hast du eigentlich Kontakt mit anderen Wikipedianern? Nein. Du schreibst so vor dich hin, alleine. Ganz alleine. Das heißt, ich habe insofern Kontakte, dass mir die deutschen Wikipedianer helfen, korrigieren und ergänzen. Aber nur, ich bin nur in der deutschen Wikipedia jetzt tätig. Noch etwas in der tschechischen, in der ukrainischen.
Und der polnischen nicht aber mehr? vor allem der deutschen. Und die polnische Wikipedia boykottiere ich jetzt. Ah, und warum? Sie ist jetzt total politisch einseitig. Durch die, Wenn man etwas schreibt, was den Regierungen nicht gefällt, wird sofort gestrichen. Tatsächlich, ja. Also durch diesen Machtwechsel der oder das, die Macht der Konservativen, die auch einen starken nationalistischen Kurs fahren, das hat sich auch auf die polnische Wikipedia ausgewirkt. Ja, leider, leider. Hätte ich nicht gedacht. Es gab schon ganz komische Sachen. Vor 2 Jahren gab es Parlamentswahlen. Gab es im Fernsehen eine Diskussion. Und es sagt ein junger Politiker der Linken mit einer sehr, sehr guten Rede. Und als einziger von 8 Teilnehmern plädiert er für die Annahme von Flüchtlingen. Als Die einziger. anderen 7 waren dagegen. Nur der eine war für die Annahme von Flüchtlingen. Und ich habe mich noch am gleichen Abend hingesetzt und eine Webseite, eine Wikipedia-Seite für ihn geschrieben, für Herrn Sandberg. Und die Seite hatte in 24 Stunden 50.000 Besucher Ach, die über den Mann, der da gesprochen hat. über den Politiker, der gesprochen hat. Wie heißt der? 50.000 Besucher und sofort wurde sie blockiert. Blockiert heißt, man durfte sie nicht mehr bearbeiten oder sie wurde gelöscht? Sie wurde einfach geschlossen. Wie heißt die Seite? Und ich habe für sie gekämpft, aber sie wurde erst nach 2 Wochen, schon nach den Wahlen, wieder geöffnet. Und schon wurde der Satz über die Flüchtlinge gestrichen. Die Flüchtlinge ist ein Tabuthema in Polen. Nochmal, wie heißt der Politiker? Welche Seite ist das? Adrian Sandberg. Adrian Ach, Sandberg mit Sandberg Z mit am Z. Ah ja. Anfang. Mit Z, nicht mit Z. Mit S, sondern mit Z am Anfang. Ach, Adrian Sandberg. der ist ordentlich übersetzt worden. Tschechisch, Polnisch, Also ich Französisch. habe für ihn eine Seite in deutscher Wikipedia, in englischer Wikipedia, in ukrainischer, in tschechischer geschrieben, weil ich in der polnischen zum Schweigen Verurteilt. verurteilt worden war. Also er ist jetzt, glaube ich, in 8 Sprachen zu finden. Und war das das ein war das das war dann der Auslöser für dich, die polnische Wikipedia zu boykottieren? Gab es dann noch andere Vorkommnisse? Ja, es war überhaupt, man musste alles so ganz brav schreiben und niemanden zu nerven. Zum Beispiel die Sache mit dem Flugzeugabsturz in Smolensk. Das ist eine total verlogene Sache. Die Regierung lügt über einen Anschlag, und das war kein Anschlag, sondern eine einfache Katastrophe im Nebel. Eine Landung im Nebel und es war misslungen. Aber die Regierung behauptet, es war ein Sprengstoffanschlag. Und im polnischen Artikel steht Aber in es. der deutschen Wikipedia steht die Wahrheit. Und in der polnischen nicht? Und der polnischen wird so vorsichtig relationiert.
Ja, ich kann leider kein Polnisch lesen, aber ich werde mal versuchen, mit Google Translator da was rauszukitzeln. Interessant, interessant. Und jetzt schreibst du vorwiegend in der Deutschen und du schreibst überwiegend biografische Artikel, wenn ich das richtig sehe. Was bitte? Du schreibst überwiegend Biografien. Ich schreibe jetzt Biografien von deutschen Malern der Münchner Schule. Mhm. Es gibt einfach sehr viele in Commons. In Commons gibt es sehr viele Bilder, die keine Texte haben. Mhm. Und ich schreibe die Texte zu den bereits vorhandenen Bildern. Mhm. Man findet sehr viel in Google und daraus kommen ganz gute Artikel. Ich habe etwa 200 deutsche Maler beschrieben. Also schon eine Fließbandarbeit. Und die Informationen, wo kriegst du die her? Was bitte? Die Informationen für die Artikel, woher nimmst du die? So in Google. Ach so. In Google findet man alles, man muss nur suchen. Du sagst jetzt, die politische Einflussnahme speziell in der polnischen Wikipedia, gibt es, kannst du sonst noch Vergleiche zwischen der polnischen Wikipedia und der deutschen Wikipedia anstellen? Also die deutsche ist einfach objektiver und die polnische ist politisch bedingt. Also das, okay, das ist ja dann dazugekommen vor ein paar Jahren. Das Politische, gibt es noch andere Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? So, auch gegenüber der englischen Wikipedia, der Vergleich. So, die englische hat viel mehr Leser. Ja, das. Weltweit. Ja. Und die polnische ist nur auf den polnischen Sprachraum begrenzt. Stimmt, dadurch, sicherlich hat die dadurch auch, werden die Artikel auch anders geschrieben dadurch. Ja. Aber es gibt doch eine polnische Diaspora, es gibt doch sehr viele Polen in den USA und in, wo habe ich Polen gesehen, in Frankreich. Spielt das eine Rolle? Aber wenn Sie etwas über Polen suchen, dann greifen Sie zur polnischen Wikipedia. Aber über allgemeine Sachen nutzen sie die Wikipedia anderer Länder. Mhm. Also die informieren sich dann nicht über allgemeine Themen in der polnischen Wikipedia, sondern nur um spezielle polnische Themen. Also als ich noch in der polnischen Wikipedia tätig war, da schrieb ich sehr viele Artikel über die deutsche Kultur. Ich wollte den Polen die deutsche Kultur zeigen und jetzt versuche ich den Deutschen die polnische Kultur zeigen. Das ist großartig. Zum Beispiel die Baudenkmäler in den polnischen Westgebieten, die von den deutschen Architekten gebaut wurden. Mhm. Die Kirchen, die Schlösser. Das ist großartig. Also ich bin ja an der deutsch-polnischen Grenze aufgewachsen, obwohl sie, solange ich da gelebt habe, geschlossen war. Das war so von 75 bis 89 habe ich da gelebt. Nee, 88. Und das Verhältnis Deutschland-Polen ist immer noch ein besonderes. Ich war jetzt gerade mehrere Wochen an der deutsch-französischen Grenze. Dort ist der Unterschied, obwohl es auch einen sprachlichen Differenz gibt, eben deutlich geringer als zwischen Deutschland und Polen. Auch kulturell, zum Beispiel die Sendung Karambolage auf dem Sender Arte,
wo Deutschland und Frankreich, so die Sprache, die Kultur, der Alltag so verglichen wird. Sowas fehlt mir zwischen Deutschland und Polen. Ich finde noch, dass es zu wenig gefördert wird. Was denkst du darüber? Was bitte? Ja, das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen heute, das wird noch zu wenig irgendwie gefördert. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Übrigens hat meine Tochter einen Deutschen geheiratet, wohnt in Berlin und ist ganz damit zufrieden. Und ja, eben versuchte Polnisch zu lernen, aber das geht sehr schwierig. Ja, Polnisch ist schwer zu lernen, das merke ich gerade. Ich habe zwar Russisch gelernt, das wird man vielleicht als Pole nicht so gern, aber das hilft mir schon, bestimmte Wortstämme so zu erkennen. Naja. Aber Deutsch ist auch, also du hast es ja als Kind auch gelernt, aber Deutsch ist ja auch schwer zu lernen, oder? No. Ich glaube, das geht doch. Also meine Tochter spricht ein ganz perfektes Deutsch und sie arbeitet als Pressesprecherin in einer deutschen Behörde. Also sie spricht ganz akzentfrei. Und das geht so. Hast du noch Pläne für deine Arbeit in der Wikipedia? Hast du noch irgendwelche Ziele, die du erreichen willst? Siehst du, in meinem Alter hat man schon keine Pläne. Man lebt von einem Tag zum anderen und ist man nicht, wenn man schlafen geht, dann ist man nicht sicher, ob man am nächsten Tag aufwacht. Also ich habe keine Pläne, ich lebe von einem Tag zum anderen. Aber es ist schön, dass du so viel Arbeit machst. Ich finde das großartig, was ich hier so sehe, was du alles geschrieben hast. Da hast du doch einen großen Fußabdruck hinterlassen. Ja, das macht doch Freude, dass man etwas, dass das Leben nicht so ziellos ist, dass man doch Ziele im Leben hat und etwas geschafft hat. Im Hintergrund hat man vorhin auch deine Mitbewohnerin gehört. Ja. Die dich vermutlich auch auf Trab hält. Eine Hündin aus dem Hundeasyl ist schon 5 Jahre bei mir. Und sie ist jetzt 12 Jahre alt, aber immer voll Freude, voll Liebe. Sie ist wirklich, ohne sie kann ich mir nicht mein Leben vorstellen. Und sie zwingt dich auch, täglich rauszugehen, nehme ich an. Was bitte? Sie zwingt dich auch, rauszugehen jeden Tag. Hält dich auf Trab. Naja. Oder macht das jemand anders für dich? Was bitte? Gassi gehen mit deiner Lebensgefährtin. Also wir haben Katzen, die wollen ja immer nur drin sein, aber mit dem Hund muss man dann doch täglich raus. Na gut, anyway. Ich danke dir für das interessante Gespräch. Ich habe viel, viel Neues gelernt. Na, interessant war das nicht, aber... Och, ich finde schon, mir hat's gefallen. Ich hatte nichts Interessantes zu erzählen. Das mögen die Hörer dann beurteilen. Vielleicht, das möchte ich hoffen. Hast du noch eine Botschaft an die Zuhörer? Irgendetwas, was du ihnen sagen möchtest, zu Wikipedia oder allgemein? Also ich hoffe, dass die Wikipedia
Jahrhunderte überdauert und immer eine Quelle für Wissen bleibt. Das ist nicht ein nur eine Episode ist, sondern das ist etwas Dauerhaftes. Wenn du König der Wikipedia wärst, was wäre deine erste Anordnung? Was würdest du befehlen? Alles soll so bleiben, wie es ist. Alles ist großartig. Sehr schön. Dann danke ich dir. Einen schönen Gruß nach Warschau. Dankeschön. Alles Gute. Dir auch. Noch einen schönen Tag. Wiederhören. Tschüss. Zum Abschluss spiele ich das Stück Cochania von einem Orchestra Polska von einer uralten Columbia-Schallplatte digitalisiert und als Reminiszenz sozusagen an die Jugendzeit des Benutzers, mit dem ich heute sprechen durfte. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.
Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.